Ja, meine Lieben, viele fragen mich immer nach Villen und da drüben haben wir schon 3 Stück verkauft und weil die Nachfrage ist riesengroß, dieser haben wir ja erst verkauft neulich und das ist die jetzt, wo der Kunde vermietet. Diese hier ist auch aus Altersgründen abzugeben, diese daneben. Ja, eine Villa ist halt nicht eine Wohnung, man muss halt trotzdem was herrichten, was machen, was pflegen. Eine Villa ist halt eine Villa. Und die haben hier einen schönen Wasserfall gemacht. Hier ist ein schöner Wasserfall. Man kann das Ganze auch mit Fischen herrichten, wenn man möchte. Und sie wird komplett mit Möbel verkauft. Diese Villa wird verkauft. Und der Preis ist 210.000 Euro Verhandlungspreis. Ihr müsst vor Ort herkommen und mit dem Hausbesitzer reden, also mit uns zusammen, und dann können wir euch einen Preis mit ihm zusammen aushandeln. Die Möbel sind eigentlich schon okay, Klimaanlagen sind auch da und hier haben wir die Küche. Und mit Eisspender und schon sehr, sehr interessant das Ganze. Ach, so funktioniert das. Das hat also hier die Gummi-Ding, geht dann daher. Ah, jetzt, und da unten ist das Gefrierteil. Mhm. Sehr schön. Also, wer Lust hat auf diese Villa, jetzt zeige ich euch noch die anderen Räumlichkeiten. Wir hätten hier 4 Zimmer. Aber die Leute haben aus 2 Zimmern das Ganze vergrößert. Hier haben wir das Bad. Da müssen wir mal wegen den Schiebetüren nachfragen und machen lassen. Und Fenster haben wir auch. Schon sehr schön das Ganze. Sehr schön das Ganze. Und jetzt schauen wir uns mal obere Etage an. Dann haben wir hier haben wir ein Schlafzimmer, hier das Schlafzimmer und der Pool ist gleich hier, da vorne ist gleich der Pool. Dann haben wir hier dieses Zimmer, sind eigentlich 2 Zimmer gewesen. Aber wenn man es nicht nötig hat, warum soll man sich das antun? Also haben sie es vergrößert. Man kann aber gerne auch, wenn man möchte, das hier wieder zumachen. Ihr seht, wir haben hier 2 verschiedene Schiebetüren und sie haben den Zugang zum Klo von 2 Seiten gemacht. Also sie haben schon einiges vergrößert hier und verändert. Sehr schön, wirklich sehr schön gemacht. Geschmackssache. Also ich habe es auch lieber größer als mehr kleine Zimmer. Ja. Das ist genauso, wie wenn ihr wenn ihr zum Beispiel sowas zum Vergrößern, also ihr wisst schon, also als Beispiel, ihr habt eine Banane und einen Mixer. Ja. Und in der Küche seid ihr zufrieden mit einer Banane. Dann passt es doch. Ja. Und hier das Ganze von oben. Warum nicht? Goldfische oder sowas, warum nicht? Da ist wie gesagt der Pool. Wer den Pool sehen will, schaut sich bitte das Video an von der Vermietung von der anderen. Dann seht ihr das vom Pool. Da hat der Ottmar seine Wohnung gekauft. Ich habe hier lauter Kunden. Da Bernhard und seine liebe Frau und Axel und Anke und hier unten habe ich noch mal was verkauft und die Leute freuen sich schon, wenn sie hier ankommen und 2-3 Wochen Urlaub machen können, weil manche können nicht schon sofort kommen, das geht leider nicht. Also die Aussicht ist schon gigantisch, wirklich. Die Aussicht ist schon gigantisch. Diese Villa hat noch eine Garage dazu. Ja? Diese Villa hat auch eine Garage dazu, die ist gleich da unten. Ja? Dass ihr Bescheid wisst, eine abschließbare. Na? Also meine Lieben, wer Lust hat, für diese Villa
meldet sich 210.000 und jetzt gehen wir noch zur Terrasse. Das haben sie auch extra angefertigt. Das Ganze aus Holz gemacht. Schaut auch schick aus. So, und hier haben wir die Terrasse. Das hier ist leider normal. Das muss man alle Jahre muss man das neu streichen und neu verputzen. Warum? Das ist so. Ich sage ja immer, die Leute müssen hier leben. Ja? Die Leute müssen hier leben. Warum müssen sie hier leben? Jetzt kommt das Besondere. Die Leute kaufen das, als Beispiel, ihr kauft das. Ja? Alles wunderschön, alles perfekt und es ist neu gestrichen und so weiter. Jetzt pass auf, ihr kommt ein halbes Jahr nicht. Ist ja kein Problem. Hier ist ja 24 Stunden Schutz und alles. Ja? Und Hausmeister ist da, Gärtner. Auch kein Problem jetzt. Was passiert eigentlich, wenn hier mal Blätter herkommen? Die verstopfen diesen Abfluss. Diesen Abfluss. Und dann ist keiner da, wohnt keiner hier, der den mal wieder frei macht. Ja. Dann regnet es mal heftig, aber wenn es hier mal regnet, dann aber wirklich heftig, das wissen unsere Kunden. Dann läuft das über und ist schon passiert, dass bei einigen bis in die Wohnung runtergelaufen ist. Ja. Das gilt übrigens auch für die alle. Ja. Deswegen muss man halt mit dem Hausmeister reden. Hier ist eine Schüssel. Die haben hier Vertrauen ohne Ende und das ist auch gut so, weil denen kann man auch vertrauen. Ja? Und der leert das alle Monate und dann kann sich durch den Überstand hier kein Wasser sammeln. Das ist ja trocken, das ist ja nicht nass oder so. Ja? Also wer das kauft, der bekommt das hier neu verputzt und neu gestrichen. Schlecht wäre es, wenn wir solche Probleme unten hätten. Das wäre schlecht, ja? Weil das Gebäude steht ja da drauf. Ja? Hier ist es kein Problem. Das sind nur Schönheitssachen, weil hier ist ja keine Belastung drauf. Ja? Und wir haben ja durch unsere Stützen und durch das Mauerwerk und durch das Fundament haben wir hier gutes tragendes Teil. Wir haben auch eine Solarwarmwasser Anlage schon mit dabei, die sorgt dafür, dass wir im Sommer keine Stromrechnung haben für Warmwasser. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Also, wer Interesse hat, meldet sich. Moment, mal so rum machen und dann geht es so drauf. Sehr schön, sehr schön. Also wenn hier so feuchte Stellen wären, das wäre problematisch. Okay? So, meine Lieben, so viel von mir. Also wer Lust hat für diese schöne Villa, eigentlich 4 Zimmer, aber in dem Fall haben wir 3 Zimmer, der meldet sich. Darmsauberg, also wunderschöne Balkone, Veranda. €210, aber wir können den Preis runterhandeln. Wir rufen dann den Hausbesitzer. Und der hockt sich dann mit uns hierher und sagt, ja, okay, no problem. Und wisst ihr, was das Wertvolle hier ist? Das ist diese Kristallzucht von Kosmos. Diese Kristallzucht von Kosmos ist mehr als 200.000 Drachmen wert. Und der Stern von 2017. Und wisst ihr was? Da steht dann das gleiche Scheiß drin, was aktuell los ist, weil es ändert sich nicht. Ja? Da ändert sich nichts. Was haben wir noch? Haben wir nicht mal ein Playboy oder sowas? Leg doch mal das Ding weg. Die müssten jetzt mal wissen, wie das mit dem Ding abgeht. So, meine Lieben, also aus Altersgründen abzugeben. Wunderschöne Stuckarbeiten. Genau, perfekt reingeschnitten. Hier haben wir einen Sprung, das war mal eine Scheibe und da ist ein Sprung drin. Ich weiß nicht, ja gut, bei 210 würden sie es bestimmt austauschen, wenn man
eigentlich runterhandeln tut, dann kann man auch sagen, ja gut, dann jetzt hast du so weit runtergehandelt, das machst du selbst. Ne? Aber was kostet schon eine Scheibe hier? Ne? Das ist mit drin. Okay, runterhandeln, ja, bestimmt 200 geht bestimmt, denke ich mal. Ne? Müssen wir halt hier mit dem Hausbesitzer reden. Okay? Also vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal die schöne Aussicht für euch. Wunderschöne Aussicht. Bis zum nächsten Video. Bye bye.